Hallo und moin moin zu einer neuen Folge Space Engineers, heute mit dem lieben Term. Hallo. Und wir spielen jetzt zusammen Space Engineers und wir machen jetzt gleich hier so eine coole Sache. Tim weiß noch gar nichts davon. Da hinten ist ein Business Ship, das werden wir jetzt kapern. Juhu. Oh. Komm. Juhu. Oder ich kapers und du holst Erz oder... Ich war nicht vor... Oder soll ich das lieber machen? Nee, das machen wir easy going zu zweit, Mann. Das ist ja nicht schwer. Business Ship ist echt leicht. Das ist einer der leichtesten Schiffe zum Übernehmen. Du musst aufpassen, das hat zwei Geschütztürme. Ja. Und der hat immer nicht viel Moni. Und die schießen ab, ich glaube, ab 700 oder 800 Meter. Und am besten immer so zwischen 700 und 600 bleiben, bis die Munition alle... Du kannst es eigentlich fast nicht ausweichen. Super. Danke für die... Frühinfo. Ich habe gesagt, du sollst relativ weit wegbleiben. Aber das hat ja mich davon nicht anvisiert. Natürlich, es ist halt verloren. Am Anfang ist es halt relativ schwierig. Man weiß nicht, wo die Kanonen sind. Aber wenn man das mal weiß. Doch, da ist es vom Schiff. Gut, das habe ich schon mal. So, ich fliege jetzt genau so, dass die. Oh. Okay. Eigentlich dürfte die nicht auf mich schießen jetzt. Ah nee, halt, oh, ich bin auf der falschen Seite. Ach, die haben die Muni schon an dir ab. Nein, doch nicht. Puh. Was? Jetzt dachte ich schon, die haben die Munition an dir schon schon leer geschossen. Okay. Ich erzähl kurz was zu den Farben, die ich hier bei dem Spiel. Nein. Tot. Ich war zu weit oben. Nein, das Business Ship ist weg. Das Business Ship ist weg. Wir haben's versaut. Egal. Deine Schuld. Nein, deine Schuld. Nee, so. Eine muss dann schuld sein, also du. Ja. Und das Allerwichtigste, was eigentlich in dem Game ist, am Anfang wirklich das erste, was ihr zuerst suchen müsst, ist Uran. Und ja. Ich hab hier eigentlich irgendwo was gefunden. Ach, da unten ist da Uran. Hinten. Ach, da ist Uran hier. Das ist dieses, da steht's auch schon Uranium. Der hässliche kleine Fleck. Ah, da bin ich auch gerade. Man kann im Prinzip die ganzen Sachen aufheben mit T, wenn ihr die Brocken in der Luft seht, einfach zu den Brocken fliegen und dann auf T drücken. Du brauchst einfach nur T gedrückt halten beim Dingens und ein bisschen rumschaukeln mit der Maus. Sammelst du das automatisch ein. Jetzt sammelst du gerade Stein ein. Weißt du, das ist doch Uranium. Warte mal, ich muss mal Lampe anmachen. Dann auch schon wieder Stein an. Ah, du weißt schon, wie man Lampen anmacht, gut. Ja, mit L. Mit L. Ja. Ja, falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin ein totaler Kopfnoob in dem Spiel. Ich hab's erst gerade mal 12 Minuten gespielt. Ja. Du Kacknoob, du! Und du musst ein bisschen auf deine Liter aufpassen unten links. Weil die reichen nur bis 1200 diesmal. Ja? Okay, irgendwie ist glaube ich gleich das Uranium weg. Ich glaube, hier gibt es noch mal irgendwo welches. Suche jetzt gleich mal. Wäre scheiße, wenn nicht. Oh, er hat scheiße gesagt. Das werde ich natürlich auspiepen. Doppelt. Ja, hier ist, nochmal Uranium. Habe ich vorhin abgebohrt, glaube ich. Und Magnesium ist hier mit dran. Magnesium kann man auch ganz einfach, oh Inventar voll. Magnesium kann man auch ganz einfach bei DM oder so kaufen. Warum muss man dann extra in den Weltall fliegen? Ja, wir farmen doch gerade für DM. So. Wir farmen es doch gerade für extra für DM, damit die es verkaufen können. Zahlen die uns eigentlich damit? Was? Zahlen die uns eigentlich jetzt damit, wenn wir das sagen? Ich glaube. Müssen wir unser YouTube-Video zeigen und sagen, ja, guck mal, wir haben jetzt Werbung für euch gemacht. 10.000 Euro bitte. Wegpacken. Entweder du fliegst von außen, da gibt's so einen Trichter am Flugzeug. Oh! Ein Private Sale, das ist noch viel einfacher zu kapern. Komm mit. Ah ne, ich hab so viel Stoff drinnen. Ja, flieg rein und wenn du irgendwo was anklicken kannst, du kannst auch irgendwo was anklicken, dann mit K und dann kannst du es da einfach reinziehen. Also in die Konvoier, beziehungsweise in die Transporter, ja, Auffangbehälter. Egal, ich höre das Private Sale, ich bin gleich wieder da.
Ey, ja, okay, tu das. Ich bin tot. Was? Ich bin an einem Felsbrocken hängen geblieben. Nein, das kannst du doch nicht. So okay, schlau. Das, das Ding. Wir sehen es noch. Ja. Das Problem ist, wenn man mehrere Versuche verpatzt hat, das zu entern, dann verschwindet das Schiff. So, vorsichtig, ich muss vorsichtig mich dem Feind nähern. Habe 2600 bin ich jetzt. Oh, jetzt ist die Muni alle. Ja. Wie ihr seht. Kentern oder Kentern. Ich komme immer näher ran, kein rotes Laser, nur grün, das bedeutet Munition ist alle. Und der Eingang ist da durch dieses Loch. Man muss direkt von hinten eindringen. Er wird sich am Anfang wehren. Aber wenn ihr schön sagte... Und jetzt in dem Moment, wo er das gesagt hat, bitte die Augen schließen. Stell dir das bildlich vor. Und nochmal über den Satz nachdenken. Warte mal, ich mach lieber so, da kann ich besser steuern. Ich komm zu dir. Nein. Ich muss es. Ja, Gott, ich bin an der Tür. So, ihr seht, ich baue es jetzt gerade auseinander, die Tür. Das Ding. Der Balken geht jetzt langsam runter und er muss bis unter die rot-blaue Linie. Das Blau sieht man gar nicht so schlecht, gar nicht so gut. Das ist ein ganz kleiner, feiner blauer Strich drüber. Der blaue Strich ist Symbol dafür, wem es gehört. Das heißt, wenn ihr es runterbaut und dann wieder aufbaut, dann gehört es euch, die Tür. Also es ist unter eurem Besitz sozusagen. Und wenn es unter Rot ist, dann ist es außer Funktion. Das heißt, es funktioniert nicht mehr. Das könnt ihr auch nicht mehr benutzen. Ist das Schwerkraft, ne? Was? An dem Tell? Bei was? Keine Schwerkraft, oder? Ich hab, da gibt's keine Schwerkraft an dem Turm. An dem Schiff. Ah, ich komm zu dir rein. Hallo, Nesto. Bist du da, oder was? Ja. So. Jetzt baue ich die Tür wieder zu. Jetzt bin ich eingesperrt. Nein! Ich lasse dich gleich rein, ich muss bloß noch schnell. Oh Gott, gerade habe ich irgendwie Schaden bekommen. 75% Gesundheit. So, außer Funktion, wie ihr seht. Und jetzt muss ich unter das Blaue kommen, damit ich es lenken kann. So, Alter. Und wieder aufbauen. Was denn? Ich komme da nicht ran, ich reiß es mal weg. Das ist eigentlich mein Lieblingsschiff zum Kentern So, warte mal. Dreck hat Dämpfer an. Jetzt sind wir stehen geblieben. Tim fliegt weiter, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich jetzt stehen bleibe. Ich komme. Wie ein Ferrari flitze ich da durch. Ich glaube, ich mal mich nächstes Mal gut an. Man sieht die Kanonen, wie sie ihn verfolgen. Ich mach mal die Türen auf. Komm rein. Service hier. Rückwärts einpacken. Aber ich sitze du da drin. Au! Geschlossen. Nein, ich bin doch nicht drin. Oh, sag das doch. Ich will mich wieder drehen. So. So. Hallo. Ich bin der Neue. Wow, what? What the fuck? Wow, Hilfe, Hilfe. Was? Du bist rausgepackt. Tschüss. Ich hab Hafer. Nein, Hafer. Digga, ich hab Uranium dabei. Ja, dann fang mich doch. Der fliegt da voll gegen. Ich kann dich. Nein, heißt du. Nein, krieg ihn einfach aus. So. Jetzt. Nein, ey, nein, nein! Ich bin doch nicht so gut da drin. Ich glaube, wir bauen uns gleich Batterien an unser Schiff, weil das sind Batterien an dem Schiff. Und Solarpanels. Du bist so ein Spaß, so eine Witz. Ich bin drin. Hallo. Du bist doch nicht drin, die Tür ist... Mach auf. Endlich, bringe Tee und das Cockpit zu betreten. Tee.
mich schon wieder. Ich stelle mich quer rein, so dass ich rausfallen kann. Jetzt mache ich die Tür wieder zu. Wow! Alter! Nein! Oh. Alter, das Spiel ist so verbuggt, Mann! Nehmen das Cockpit. Hey, komm. Zehn. Ich gucke jetzt immer, was da im Inventar... Ah, sehe ich gar nicht. Yeah. Du guckst gerade einen Bluescreen an, ne? Ein Bluescreen? So spannend. Ja. Oh, ich sehe, wie viel Elan du da dran zeigst und wie viel Spaß dir das macht. Was denn? Du sitzt so gelangweilt da. Jo, bin ich nicht endlich mal zu Ende hier, ne? Wir sind gleich da. Oder Pipi. Was, Pipi? Ja. Muss Pipi? Mhm. Ich fahr mal rechts ran. Okay. Dann bin ich hier offen. Oh 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 oh. Oh oh, wir müssen bremsen. Sonst kollidieren wir gleich. Oder auch nicht. Ding ist, ich sehe nichts, ne? Also. Kannst du bitte rechts ranfahren? Musst du kotzen? Nein, ich muss Pipi. Pipi? Ja. Das ist doch einer aus Herr der Ringe. Ist egal, fahr rechts ran bitte. Okay, ich bremse wirklich, ich flieg weiter. Ich bremse, ich flieg weiter. Ich knall immer von da vorne, wenn du bremst. Dankeschön. Ah, sehr gut. Ich muss mal aus der Sonne, weil sonst... Das hier sieht gut aus. Oh ja, so. Ah, Philipp, ich ne? Warten. Was denn? Jetzt die Frage, wo... Ah, sehr gut. Schön ist, die hatten auch eine Beacon mit dran. Das heißt, das Beacon ist praktisch hier diese Antenne, dass wir weiter sehen können. Das können wir später gut gebrauchen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Wir brauchen mal mehr Eisen, um das Schiff mal hier wieder zu reparieren, weil das klingt ja am Anfang immer kaputt. Der Vorbesitzer ist damit nicht gut umgegangen. Du könntest mal ein bisschen Eisen farmen, das wäre mal eine Idee. Ich muss erstmal den Züchter, wegbringen. Au! Ja, aber komm mal her, komm mit. Siehst du diesen Trichter? Hier? Ja. So. Ja, da stellt sich mit einem Face davor. Face, okay. Da drückst du auf K. Ja. Dann drückst du auf dieses Uranium. Und dann in der Mitte unten diesen Pfeil mit X. Dann schmeißt du es da rein. Und der packt es automatisch. Darf ich auch was? Soll ich dein auch mit reinwerfen oder irgendwie stein? Nein. Hau da einfach alles rein bis auf die Werkzeuge, die du dabei hast. Die musst du sonst extra wieder rausnehmen. Eisen. Ach, das ist Eisen, das große Teil da. Und der tut das dann extra, also dieser Trichter, der bringt das dann über das Lagersystem in die Refinery und die stellt das dann um in. Also die schmilzt das dann. Verstehst du mich? Das ist wichtig, dass du mich verstehst. Was sagt der? Mayonnaise. Genau, Mayonnaise. Ja, okay. Natürlich, Nutella. Natürlich, mit Ketchup. Blutgruppe. A plus negativ? Nee. B resus positiv. Ich habe das Schiff repariert. Schau das Schiff beschissen aus. Gott, schau das. Gott, erbärmlicher Chef. Erbärmlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das eine Arbeit hier, Mensch? Mhm. Facebook davor sehen. Ah, an Fee. Das ist ein Fee. Fee ist doch Iron. Fee ist Iron, ja. Weil das wird ja alles mit chemischen Abkürzungen dargestellt. Oh nein, da muss ich auch noch in Physik Chemie aufpassen. Ja, auf der Chemie, ja klar, 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 klar. Aber ich kann es doch gar nicht. Okay. Ach, klar, klar, klar. Das ist doch Chemie eigentlich. Mama, ich hol jetzt mal Eisen. Oh, Eisen.
Oh, später angeschrieben, damit auf die... Schon wieder Inventory Full? Inventory Full? Ja. Meinst du, ist auch schon wieder fast voll? Schön. Schön. Und einfach wieder oben in den Trichter rein. Ey, Alter. Wie brauchst du denn von dem Scheiß? Von euch? Einfach mal ein bisschen, also wir müssen ja irgendwann mal das Schiff ein bisschen weiter ausbauen, dass es größer wird. Mhm. Und dazu haben wir eigentlich jetzt eigentlich schon fast alles, weil dadurch, dass wir jetzt die Private Sale haben. Private Sale, ne? Achso, das ist so. Ja, das haben wir ja gekapert. Oh. Achtung, die Energie deines Anzuges, oh, 4,6%. Ah! Da musst du in dieses Cockpit, du musst rein. Rein. Ja. Das schaffst du niemals. Rein da. Ich bin noch drin. So, jetzt zum Cockpit. Ja. Und T drücken, dass du da dich einsetzt. Genau, ja. Aber nicht fliegen. Nicht fliegen! Du sollst nicht fliegen, verdammt! Ich bin geschwindet her. Guck mal. Ui. Ich will was... Ey, wie du rammst das Private Sale daneben. Ich fick dich, ohne Witz. Du spackst da rum wie ein Behinderter. Soll ich mal... Oh, Mining Escort. Du are Barrel Roll. Das finde ich nicht lustig. Hör auf damit. Du machst mir Angst. 100%, ne? T, ne? Ja. T. Ja, super. Hui. Oh. Restos Feld wurde gespeichert. Boah, war ich gut, Alter. So, ich sag, wir beenden heute auch die Folge. Und ja, machen halt das nächste Mal wieder. Ja. Okay. Ja. Und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder Eis bis Engineers. Ja. Alles klar, Tim, willst du noch was zum Abschluss sagen? Penis. Nein. Okay. Dann tschüss.